UNO-Flüchtlingshilfe unterstützt Restnali Feline mit viel Geld. Die kurzzeitig europaweit zum Politikum gewordene Dresdner Organisation Mission Li Feline bekommt Hilfe von der UNO-Flüchtlingshilfe in Bonn. Die UNO-Flüchtlingshilfe mit Sitz in Bonn unterstützt Mission Li Feline nach eigenen Angaben vom Freitag mit 28.000 Euro. Es ist die erste Förderung der Dresdner Organisation durch die UNO-Flüchtlingshilfe. Die Li Feline Crew spürt in den Gefahrenzonen in Seenot geratene Boote auf und leistet überlebenswichtige Erste Hilfe. Ihre Arbeit ist von unschätzbarem Wert, sagte Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe am Freitag. Die Bedeutung der Nichtregierungsorganisationen bei den Einsätzen im Mittelmeer zeige schon die Tatsache, dass von Januar bis Juni 40% der Lebensrettungseinsätze durch NGOs erfolge, hieß es. Das Rettungsschiff der Dresdner war zum internationalen Streitfall geworden, da 224 Flüchtlinge des Schiffs zunächst nicht in Italien an Land gehen durften. Inzwischen haben erste Flüchtlinge das Schiff verlassen, hieß es am Donnerstag. Die UNO-Flüchtlingshilfe ist der nationale Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, UNCHR.